traditionellen gelb-grünen Trikots. Wie gesagt, personell auch geschwächt, ohne Kehil, ohne den Innenverteidiger Spiranovic, den Sie vielleicht kennen noch aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg. Und auch Mitch Langerak ist nicht mal auf der Bank, der Dortmunder Ersatztorwart. Ebenso fehlt der verletzte Robbie Kroos von Bayer Leverkusen. Jedinak, der Kapitän, Khedira, der andere Kapitän. Reus startet in die Mitte. Da ist Reus! Und diesmal passt es im zweiten Versuch. 1:0 für die deutsche Elf durch den Dortmunder. Sehr schön eingeleitet das Ganze von Sami Khedira. Er war der Initiator. Nach einem Fehler von Jedinek. Reus guckt und läuft genau richtig und es ist kein Abseits. Und mit rechts zieht die lange Ecke 1:0. Nach 11 Minuten. Von fehlender Spielpraxis bei Sami Khedira ist in diesem Spiel bisher nichts zu spüren. Hat am 6. Februar zuletzt für Real Madrid spielen dürfen. Und wird den Verein wahrscheinlich verlassen. Sehr beschäftigt auf seiner rechten Seite. Ja, das ist das 1:1 durch James Kroesi. Eine scharfe Hereingabe und ein Kopfball wie ein Schuss führt in der 40. Minute zum 1:1, zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Nathan Burns. Ausgehend von einem Einwurf. Burns kann sich dagegen Özil durchsetzen. Und da kommt Jonas Hector zu spät. Die Eindrücke bleiben wie zu Beginn dieses Spiels. Vorne kreativ, hinten mit Problemen. James Kroesi, der schoss das entscheidende Tor. So eine Viermann-Mauer. Franjic, der Australier, gesellt sich dazu. Jedinak! Und Australien geht in Führung durch den Kapitän. Ein Pfundschuss. Wollen wir noch mal ein bisschen schauen, wie Ron-Robert Zieler hier auf diesen Freistoß reagiert. Über die Mauer. Er steht natürlich in seiner Torwartecke, der Hannoveraner, und kommt dann nicht mehr rechtzeitig hin, obwohl er noch am Ball ist. Jedinak, der Mann, der so viele Schwierigkeiten hatte zum Spielbeginn. Schürrle, Hector, Schürrle. Und Marinho. Lukas Podolski. Schauen Sie sich mal diese Freude an. Des früheren Kölners. 2:2. Eingeleitet über die linke Seite. Hector und Schürrle und dann von der 5-Meter-Grenze hier mit seinem starken linken Fuß das 2:2. Dieses Tor ist insofern für Podolski etwas Besonderes.
weil es das 48. war. Und damit ist der drittbeste Torschütze der DFB-Länderspielgeschichte nur noch möglich. Real Madrid spielen dürfen und wird den Verein wahrscheinlich verlassen. Sehr beschäftigt auf seiner rechten Seite. Ja, das ist das 1:1 durch James Tracy. Eine scharfe Hereingabe und ein Kopfball wie ein Schuss. Führt in der 40. Minute zum 1:1, zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Nathan Burns. Ausgehend von einem Einwurf. Burns kann sich dagegen Özil durchsetzen. Und da kommt Jonas Hector zu spät. Über die Mauer. Er steht natürlich in seiner Torwart-Ecke, der Hannoveraner, und kommt dann nicht mal rechtzeitig hin, obwohl er noch am Ball ist. Jedinak, der Mann, der so viele Schwierigkeiten hatte zum Spielbeginn, einen. Schürrle, Hector, Schürrle. Und Marin noch. Lukas Podolski. Schauen Sie sich mal diese Freude an. Des früheren Kölners. Traditionellen gelb-grünen Trikots. Wie gesagt, personell auch geschwächt, ohne Kehil, ohne den Innenverteidiger Spiranovic, den Sie vielleicht kennen noch aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg. Und auch Mitch Langerak ist nicht mal auf der Bank, der Dortmunder Ersatztorwart. Ebenso fehlt der verletzte Robbie Kroos von Bayer Leverkusen. Jedinak, der Kapitän, Khedira, der andere Kapitän. Reus startet in die Mitte. Da ist Reus! Und diesmal passt es im zweiten Versuch. 1:0 für die deutsche Elf durch den Dortmunder. Sehr schön eingeleitet das Ganze von Sami Khedira. Er war der Initiator nach einem Fehler von Jedinek. Reus guckt und läuft genau richtig und es ist kein Abseits. Und mit rechts in die lange Ecke, 1:0. Nach 11 Minuten. Von fehlender Spielpraxis bei Sami Khedira ist in diesem Spiel bisher nichts zu spüren. Hat am 6. Februar zuletzt die Eindrücke bleiben, wie zu Beginn dieses Spiels. Vorne kreativ, hinten mit Problemen. James Troisi, der schoss das entscheidende Tor. So eine Vier-Mann-Mauer. Franjic, der Australier, gesellt sich dazu. Jedinak! Und Australien geht in Führung durch den Kapitän. Ein Pfundschuss. Wollen wir noch ein bisschen schauen, wie Ron-Robert Zieler hier auf diesem Freistoß reagiert.